herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich möchte heute Waffelrezepte ausprobieren, testen sozusagen. Ich habe mir nämlich vor einiger Zeit ein Waffeleisen ausgeliehen, weil ich mich selbst noch nicht so richtig durchringen konnte, eins zu kaufen, weil ich mich frage, ob ich das dann wirklich so oft nutze oder so oft nutzen würde, dass es sich lohnt, überhaupt eins zu kaufen. Und ja, ich habe da schon ein paar Rezepte ausprobiert, bin aber ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden gewesen bisher und dachte mir so, eigentlich habe ich die ganze Zeit im Kopf so Stracciatella-Waffeln. Und dementsprechend habe ich mir heute also Stracciatella-Waffel-Rezepte rausgesucht und auf der Suche danach habe ich noch eins gefunden, was eigentlich auch echt lecker klingt, und zwar Schoko-Brownie-Waffeln. Und ich habe die Rezepte runtergerechnet auf Kleinstmengen, sodass es sich wirklich nur jetzt hier für, also oder generell einfach nur um einen Test handelt, also dass ich vielleicht maximal 3 Waffeln pro Sorte backen werde, und da werde ich euch jetzt mitnehmen. So, ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber meine Arbeitsfläche, und wir beginnen mit dem ersten Rezept. Ich verlinke die unten drunter. Oha, ich hoffe, ich finde die nochmal. Ich verlinke die. Ich blende jetzt aber auch meine Zutaten immer ein, und das erste ist ein Rezept von Dr. Oetker. Und ja, ich werde jetzt erstmal alles zusammenmischen, dabei halt die Zutaten einblenden, damit ihr Bescheid wisst. Und dann zeige ich euch gleich mal den Teig, wenn er soweit ist. Teig Nummer 1 ist fertig, und da ich die Waffeln nachher alle auf einmal backen werde, lasse ich den jetzt stehen. Ich lege den Zettel natürlich dazu, und damit ich dann auch genau weiß, welcher das ist. Und dann geht es jetzt gleich an Teig Nummer 2. Rezept Nummer 2 ist von, tja, die Internetseite kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Das ist auch ein Stracciatella-Waffel-Rezept, allerdings mit so gehackter Schokolade. Teig Nummer 2 ist fertig. Ich hole mal Teig Nummer 1 zum Vergleich. Also der obere Teig ist Teig Nummer 1, ist viel, viel gelber. Ansonsten ja, sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied. Wobei doch der Teig Nummer 2 ist wesentlich flüssiger. Jetzt geht es an den dritten Teig, und zwar den Brownie-Teig, also Brownie-Waffelteig. Und dann geht es ans Waffelnbacken. Thank you.
Teig Nummer 3 ist auch fertig. Es riecht unfassbar schokoladig und ich werde jetzt hier mal ein bisschen aufräumen, alles vorbereiten, Waffeleisen vorheizen, einfetten und dann geht's ans Waffelbacken. So, das Waffeleisen läuft bereits, ich habe es gefettet und muss jetzt nur noch warten, bis es hier grün leuchtet. Und ich probiere jetzt die Waffeln. Ich habe sie jetzt nicht in der Reihenfolge sortiert. Hier in der Mitte sind die, die ich zuerst gemacht habe. Rezept von Dr. Oetker. Dann sind hier die, die ich als nächstes gebacken habe, wo ich gerade nicht weiß, wo das Rezept herkommt. Also aus dem Internet, ja, aber sonst weiß ich nichts weiter. Und hier sind von Chefkoch die Brownie-Waffeln. Und mir ist jetzt dann währenddessen ja aufgefallen, dadurch, dass da auch Schokostücken drin sind, sind das ja einfach nur dunkle Stracciatella-Waffeln. Von daher... Genau, ich werde jetzt kosten. Also ich werde auf jeden Fall Punkte vergeben von 1 bis 10. Einmal für Geschmack und einmal für Konsistenz. Also für den Geschmack. Ich muss sagen, die sind sehr, sehr wenig süß. Allerdings steht hier als Empfehlung, dass man die mit Vanillesoße serviert, die dann entsprechend auch wirklich sehr süß ist. Da ich keine Vanillesoße esse, habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Ich würde trotzdem sagen, dass ich unabhängig von der Vanillesoße meine Punkte vergebe. Und dadurch, dass sie sehr, sehr wenig süß sind, würde ich da jetzt vom Geschmack her so 6 Punkte von 10 geben. Die Konsistenz ist dagegen sehr gut, also schön fluffig. Meinetwegen könnten die noch fluffiger sein, aber ich glaube, ich habe da einfach sehr hohe Ansprüche. Deswegen würde ich für die Fluffigkeit, ja, für die Konsistenz 8 von 10 Punkten geben. Für die nächsten, ich muss sagen, vom Geschmack her, die schmecken noch weniger, sind noch weniger süß. Dementsprechend gebe ich da noch einen Punkt weniger, also 5 Punkte. Ich muss aber auch sagen, es ist halt Zartbitterschokolade. Und ich glaube, wenn man Vollmilch oder weiße Schokolade nehmen würde, würde es auf jeden Fall schon mal dadurch süßer schmecken. Das werde ich mir auch merken, dass ich sowas mal mit weißer Schokolade probiere. Und die Konsistenz, also die Fluffigkeit, ist genauso wie bei den anderen, also auch 8 von 10 Punkten. Und ich bin sehr gespannt noch auf die dunklen Waffeln. Also, der Geschmack ist natürlich ganz anders, aber trotzdem durch die Schokostückchen hat man diesen Stracciatella-Effekt. Ich muss sagen, also der Geschmack, den finde ich super. Es ist auf jeden Fall süßer als die anderen beiden. Durch den Zimt hat es auch noch so eine weihnachtliche Note. Es schmeckt tatsächlich auch wirklich nach Brownie. Und es könnte meinetwegen trotzdem noch süßer sein, aber für den Geschmack würde ich jetzt einfach mal so spontan... 8 Punkte vergeben.
Die Konsistenz hingegen ist nicht so gut. Die Sache ist bloß, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es daran liegt, dass ich die nicht komplett durchgebacken habe, weil ich ja nicht wusste, wann die fertig sind. Und da die am Rand schon recht dunkel waren, ich die dann halt lieber eher rausgetan habe. Also sie könnten noch fluffiger sein, wenn sie denn bei längerem Backen auch wirklich fluffiger werden. Das ist wieder die andere Sache. Aber ich würde jetzt so für die Konsistenz spontan ja so 6 Punkte vergeben. Ich überlege gerade, welche ich am besten fande. Und das also ist auf jeden Fall eins von den beiden, also entweder die ersten oder die letzten. Und ja, jetzt kommt natürlich noch Philipps Bewertung. Ich bin sehr gespannt. Konsistenz würde ich jetzt sagen 7 oder 8 oder sowas. Also, wenn man so eine Ecke, wo Schoki dabei ist, abbeißt, dann 8, ansonsten 7. Geschmacklich genauso. Wobei, wenn man eine Ecke ohne Schoki hat, ist das geschmacklich nicht Du vorhanden. sollst kauen. Nicht so richtig. Ist der Teig überhaupt gesüßt? Ich würde sagen 7 für Konsistenz, weil man ja nicht immer Schoki mit erwischt. Und Geschmack eigentlich auch. Konsistenz ist super. Also Konsistenz finde ich irgendwie 8 oder 9. Also Konsistenz eine 8. Geschmacklich war mir die andere lieber. Dann ist das eine 6 Ja, oder du hast auch deine Waffe. ja doch eine 6, glaube ich. Zählt zur Konsistenz auch trocken oder nicht trocken mit dazu? Ja, Okay. eigentlich schon. Dann ist das eine 6 oder 5 sogar. Und geschmacklich genau wie die ersten, also auch 6. Und welche fandest du jetzt am besten? Die mittleren. Damit war es dann auch schon wieder mit dem Video. Dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht inspiriert wurdet, auch mal so Stracciatella-Waffeln, egal ob hell oder dunkel, zu backen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und auch vielleicht ein bisschen dazu angeregt, die Rezepte mal nachzubacken und auch auszuprobieren. Und wenn ihr es gemacht habt, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsrezept ist, welche Waffen ihr wie bewerten würdet. Wie gesagt, wir verlinken die Rezepte unten drunter. Ihr habt ja auch jetzt schon eingeblendet gesehen, die Zutaten, die Mengen und alles. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Und ja, wenn Biber. es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und schreibt gerne einfach einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.